Barakallahu fikum, sagen wir, eine Regel bei den Muslimen muss immer da sein. Und zwar die Muslime oder die Gelehrten des Islam. Wenn sie ein Urteil geben oder ein Fatwa geben, dann müssen sie alle Beweise sammeln und die versuchen, zwischen den Beweisen zu kombinieren. Und wenn eine Kombination da sein könnte, dann nehmen sie das. Wenn sie aber nicht haben, wenn sie nicht kombinieren können, was wird kombinieren hier? Du hast zum Beispiel 10 Hadithe. Du nimmst alle Hadithe zusammen und du siehst, was die Hadithe sind und du brauchst zu kombinieren. Kannst du nicht, dann schaust du die Zeit. Welche Hadithe waren zuerst, welche Hadithe waren später. Dann schaust du, was allgemein ist, was spezifisch ist, was beschränkt ist, was unbeschränkt ist. Vielleicht gibt es hier Annulation oder vielleicht gibt es Abrogation. Und da muss man alles betrachten, alles prüfen. Wenn es nicht mehr gibt, dann muss man die Beweise gegeneinander stellen. Aber Abu Hanifa rahimahullah ta'ala sagte etwas. Der sagt, bringt mir egal welche zwei Hadithe, die gegeneinander anscheinend sind, dann werde ich die kombinieren. Und das ist das Richtige. Und am Ende dann versuchst du, die höchstwahrscheinliche Ansicht zu nehmen. Das ist die Sache. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Deshalb manche Leute, die hören ein Hadith oder die hören eine Sache. Okay? Und dann denken sie, khalas, das ist das. So, das ist der Islam. Aber der weiß nicht, es gibt auf der anderen Seite andere Hadithe, andere Aussagen von Gelehrten. Und das ist, nochmal, das ist, barakallahu fikum, der Fehler von den Leuten, die Madhab folgen. Es ist verboten in unserer Religion, dass du fanatisch für eine Rechtsschule wirst. Und das ist ein großer Fehler, was die Leute machen. Der sagt, das ist mein Madhab, so nehme ich das und da bleibe ich hier und das ist richtig. Alles andere ist falsch. Und das ist nicht vom Islam. Sondern wir wissen im Islam, dass diese großen Gelehrten, die haben ihre Ansichten gehabt zu bestimmten Hadithen und Ayat, die nicht deutlich und klar erklärt worden sind. Das heißt, man könnte das anders interpretieren. Und deshalb haben wir verschiedene Ansichten gehabt. Aber dass man sagt, nur diese Ansichten sind richtig und alles andere ist falsch, das ist falsch. Dass man fanatisch wird für einen Madhab, ist es falsch. Deshalb, man sollte immer nach Koran und Sunna handeln. Und die Frage ist, woher haben die Leute von Madhab ihr Wissen gehabt? Von Koran und Sunna. Was haben sie als Beweis gebracht? Koran und Sunna. Deshalb, wir können auch das machen, aber wir brauchen diese Gelehrten, damit sie uns das besser erklären. Aber dass man fanatisch wird für ein Madhab, ist ein großer Fehler, weil man so das Wissen beiseite tut.